Jo Leute, es geht weiter bei Mario Luigi Paper Jam Bros. Bros, ja, das ist eine komische Aussprache. Aber wir werden in diesem Part die Feuererze finden. Wir haben ja schon eins selber gefunden, nachdem wir im letzten Part mal einen Abstecher irgendwo anders hin gemacht haben. Nämlich, wir haben die restlichen Papierdots gerettet. Und jetzt tun wir wieder die Hauptstory weitermachen, also nicht nur... Was? Weil ich wollte 100% alle Papierdots sammeln, weil unser Ziel in diesem Projekt ist es, die Papiersachen wieder in ihre Papierwelt zu tun. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir jeden einzelnen Papierdot retten. Weil sonst bleiben ja immer ein paar Papierdots noch hier in der Welt. Und das ist nicht, was unser Ziel war. Deshalb werde ich jeden Papierdot retten. Also, das ist meine Begründung. So, der müsste... Nein, der ist nicht down. Wow. Der tankt schon ein bisschen, aber ich denke, jetzt wäre er sowieso schon down, von daher, ja. Ich werde hier übrigens in diesem Part wahrscheinlich auf meinen anderen Account auch noch umsteigen, auf meinen Privataccount, weil da habe ich ein paar mehr Level mehr und dann sind wir nicht so im Level-Nachteil, obwohl ich ja trotzdem, glaube ich, noch im Level-Nachteil bin. Blöd, aber ist so. Ich glaube, hier war der schwerere Kampf von beiden, weil es gibt eine Art Kampf und oh, den wollte ich eigentlich umgehen. Dann werden wir das noch machen, aber keinen richtigen Kampf, sondern etwas Bombiges. Wir haben ja schon mal mit Roy in Part 38 so einen Bombendings da gehabt, wo man irgendwie so eine Mission hatte, ihn mit Bomben abzuwerfen. Das war noch ziemlich easy, aber das, was jetzt auf uns zukommt, wird, glaube ich, schwerer. Ja, ich will übrigens nicht Paper Mario für den oberen verschwenden, weil auch Luigi reichen würde, glaube ich. Und wenn, mache ich es immer so, dass ich erst mit Mario den oberen schwäche und auch mit dem angerannten Zeugs. Oh yes, wir haben ihn erstes Mal da getroffen. Oh, nice, wir haben beide getroffen. Der obere hat weniger kassiert. Aber er hat den Anfangsdamage, also beide würden sterben, wenn ich sie angreifen würde. Ist eigentlich komplett Schnuppe, wer jetzt als erster stirbt. Oh, das habe ich verkackt. Aber ein Geschenk? Kristallstiefel für Paper Mario. Okay, Mario lohnt sich eigentlich nicht mehr so für dich hochzuleveln, weil... Ja, wir steigen heute auf den anderen Account um. Da bringt es sonst nichts mehr oder nicht mehr viel. Jetzt interessiert mich aber die Ausrüstung für Paper Mario. Oh, jetzt bin ich auf der... Ja, hier. Was für... die da waren es nicht und... Wir haben keine, die ihm besser helfen würden als die Reißwolfstiefel, die er gerade hat. Okay, dann werden wir die nicht benutzen. Irgendwie logisch zu erschließen. Diese erste Bombenprüfung wird nicht schwer, glaube ich. Sie war hier links. Von links nach rechts mache ich es eigentlich sowieso immer. Also von daher denke ich, das ist gerechtfertigt. Ja, hier. Sehen Sie das Feuererz? Doch da kam Morten. Keine Gnade, ich mache euch fertig, ihr Typen. Und jetzt werden wir Bomben nach ihm werfen. Schlage die Kanonenkugeln, die Morten wirft, mit dem Hammer zurück. Ach, das war was anderes. Halte die großen Kanugel mit deinem... Kanonenkugel. Mit deinem Hammer an und schlage sie dann mit dem Trio-Hammer zurück. That's what we're going to do. Und das wird ein bisschen blöd. Besonders, weil man sich da erst dran gewöhnen muss. Und dann immer Angewöhnungsschwierigkeiten hat. Aber es sind noch keine großen Kugeln gekommen. Ich muss mich jetzt konzentrieren, weil ich mir keinen Fehler mehr leisten darf. Ja, jetzt haben wir noch einen einzigen Fehler, den wir uns leisten dürfen. Und das wird jetzt noch schwerer. Den ihr könnt ihr nie im Leben kontern. Nicht mal zu dritt. Doch, können wir. Nein! Aber wir konnten ihn wenigstens abwehren. Die dürften schon saftig mehr Damage machen. Ich meine, selbst wenn er meint... What? Der hat nicht gezählt? Bei den anderen vier habe ich ja zugegeben, dass ich verkackt habe. Aber dem habe ich es nicht verkackt, ich schwöre es euch. Naja, wir mussten das Timing am Anfang erst verstehen, deswegen drücke ich ein Auge zu. Ich meine, jetzt können wir es ja von Anfang an. Und diese easy Einleitung... Ohne Fehler überstehen, hoffe ich mal.
Oder man verkackt trotzdem. Einfach erst, wenn das Ausrufezeichen da ist. Und auch kein einfach ausweichen, weil die zählen auch als Treffer. Und also ich bin mir ziemlich sicher, riskieren will ich es nicht. Ja, nur ein Fehler, ist okay. Ist okay, besser als vier am Anfang. Den könnt ihr niemals im Leben abwehren, nicht mal zu dritt. Na, Morten, du Opfer. Wir haben es einmal verkackt, aber du wirst jetzt auch verkacken. Was, der hat eigentlich gerade nicht getroffen, oder wie? Aber das haben wir zu lang gebraucht. Eigentlich habe ich sehr schnell hintereinander das gedrückt, aber ist okay, ist okay. Muss ja nicht fair sein. Besonders da hatte ich gerade nicht mal die Chance zu reagieren, weil ich gerade schon rüber musste. Oh, das war aber viel zu früh, das war ja scheiße. Ha 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 ha! Passt mal auf, was jetzt kommt. Oh, das wird, glaube ich, ein asozialer Part. Hey, deine Mom! Ja! Das glaubst doch nur du! Toll. Letzter Versuch. Und diese langweilige Einleitung. Mann, es ist doch viel zu easy. Das Einzige, was verkackt, ist ihr. Weil manchmal, wenn man schon das Ausrufezeichen da hat, kann man trotzdem nicht schlagen. Entweder er schlägt ins Leere oder er trifft einfach gar nicht. Na, ärgerlich. Ich meine, das Ausrufezeichen kommt schon, wenn er noch über dem Blauen ist. Hallo? Ist das irgendwie euer Ernst? Ich meine, da kann man die doch noch gar nicht treffen. Aber jetzt ohne Fehler. Ich rede am besten nicht so viel. Ja, Morten labert immer nur noch das Gleiche. Es würde ein bisschen Logik sein, Sinn ergeben, wenn die große Kugel misst. Das ist es dumm am Steuerkreuz, am Schiebepad. Steuerkreuz kann man hier nicht. Ich meine, wäre viel hilfreicher, von daher. Warum sollte man? Ich glaube, wenn eine große Kugel auf das Teil einkommt, ist man down, egal was passiert. Und deswegen habe ich jetzt echt ein bisschen Schiss. No, pass mal auf, was jetzt kommt. Ja, was sind deine Fresse? Oh, das hat schon gereicht. Ja, ärgerlich, dass wir da beim zweiten Mal den letzten Hit gekriegt haben. Okay, nach dem dritten Mal das leichtere von beiden, wie ich es genannt habe, geschafft. Feuerherz erhalten, noch eins übrig. Okay. Mit dir wollen wir nicht kämpfen. Weil es keinen Sinn hat, weil wir sowieso auf den anderen Account umsteigen werden. Und zwar gleich, würde ich denken. Weil da habe ich diesen Kampf auch noch gar nicht gemacht. Den nächsten. Habt ihr das Erz? Zeig mal her. Ja. Supi, ihr habt das zweite Stück gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch eins. Danke schon mal. Bitte schön, Toadette. Und entschuldigt meinen Husten. Ich werde hier speichern. Und wir steigen auf meinen neuen Account um. Was heißt neu? Einfach mein anderer Account. Könnt ihr sehen, ich habe 3 Spielstunden mehr. Wenn ihr hier unterscheiden könnt von einem anderen Account. Wir sind aber im gleichen Teil, aber wir haben auch noch 60.000 Coins. Oh fuck. So wollte ich den nicht umknicken, den 3DS. So. 60.000 Coins hier, nur 30.000. Also es ist ein weiterer Account. Und alle außer Paper Mario sind auf Level 35. Und hier habe ich das, glaube ich, noch nicht geschafft. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Wait. Das ist doch das Teil links, ne? Dann geht's hier weiter zum rechten. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Feuerherze. Ich bin mir nicht sicher. Was? Was sagt die? Vergesst nicht, ich brauche insgesamt 3. Haben wir noch nicht das zweite abgegeben, oder was hier? Habe ich auf dieser Datei noch nicht... Ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal überprüfen und euch das jetzt wegschneiden. Also, wenn ich es nicht vergesse.
Nope, wir haben hier das Feuer jetzt weggenommen. Das heißt, nur noch das auf der rechten Seite fehlt. Also sind wir auf dem gleichen Stand wie bei der anderen. Datei. Nur, dass wir höhere Level haben. Ist auf jeden Fall besser. Außer das zählt jetzt nicht. Aber das wird echt schwer. Weil es ist nicht nur die Koopalings. Nee, nee. Das werdet ihr aber alles noch sehen. Ja, hier geht's weiter. So wäre es auch bei unserer Story gewesen. Bei unserem Let's Play-Account. Mario. Manchmal frage ich mich echt, was in deinem Kopf vorgeht. Du denkst, du kannst mein Feuer erst haben? Niemals. Ich habe es zuerst geklaut. Schnappt sie euch! Iggy und Wendy sind die Ersten, die wir jetzt bekämpfen werden. Ich mache euch eigentlich nicht platt! Ich sehe mal nach, ob Bomben heil geblieben sind, wir die verwenden können. Wartet hier und fangt sie mit euren... Oh, Kacke. Das fokussiert nicht. Sorry. Wartet hier und fangt sie mit eurem Trio-Griff. Natürlich. Was werden wir jetzt tun? Oh, danke, Glitzerstern. Und Iggy werden wir damit abwerfen. Ich denke, er tankt 3 Hits. Obwohl eigentlich 5 mehr fair wären. Ja, wir tanken genauso viel. Aber ist nicht schlimm für uns. Das ist noch easier für uns. Wir dürfen uns halt beim ersten Fight, denke ich, hoffe ich mal, keinen Fehler leisten. Weil es wäre schon sehr ärgerlich. Weil er eigentlich voll easy ist. Ich tue das nur für euch, Meister Bowser. Das kommt davon, wenn man seine Deckung vernachlässigt. Ich kümmere mich darum. Gib mir Deckung. Jetzt komme ich. Das kann schwer werden, oder? Mist. Oh. Na klar. Wir müssen erstmal rauf. Werfen uns am besten währenddessen mit Bomben ab. Nee, aber danke. Glitzerstern. Natürlich. Asozialer geht's nicht. Und Glitzerstern? Werfen wir einfach mal. Ich meine, schaden kann's nicht. Das hat Wendy sogar einen Treffer verpasst. Lol. Fuck. Ja. Ja. Aber die zählen nicht als Treffer, weil wir Invincibility haben. Na, das Zeit. Okay. Oh, du nervst. Ihr beide nervt. Yes. Predicted. Ich will nicht mehr als 3 Hits kriegen. Das heißt aber nicht, dass ich mich zufrieden geben würde. Wenn wir einen Hit kassieren. Nein. Ach genau. Das kann man nie sehen. Nie. Wo es landet? Nirgends. Es gibt kein einziges Indiz. War klar, dass es nicht trifft. Nein, noch mal viel zu früh gestoppt. Man muss einfach nur... Oh, wir haben es geschafft. Bowser! Alles muss man selbst machen. Aus dem Weg, ihr mächtigen Schurken. Seht zu und lernt, wie ein wahrer Boss kämpft. What? Man kann hier natürlich nicht pausieren, deine Mom. Alter. Besiege Iggy, Wendy und Bowser. Oder auch asozial. Bombenstimmung heißt die Scheiße. Oh, was für ein lustiger Wortwitz. Mann, wie oft muss man Bowser treffen? 50 Mal? Dem seine fette Bombe, fette Scheißteil hat nämlich eine Überrange. Nein, ich dachte, er läuft hier nochmal rum. Mist. War klar. Natürlich, natürlich. Einfach. Sehr leicht. Ich cutte euch das. Ohne Hit. Geschafft. Und Bowser kommt jetzt. Alles muss man selbst machen. Aus dem Wege möchte er ihn schocken. Ich hab das schon mal gesagt. Ich bin Bowser. Da bin ich. Ich bin toll, lol. Und das ist eigentlich nicht so schwer, glaube ich. Mann! Natürlich darf man da nicht... Mann! Natürlich kann man da nicht ausweichen, ne? Außer er bleibt so lappig stehen. Am besten muss man ihn einfach nur snipen, ne?
wenn er es hier rum rennt. Nein, ich dachte, er bleibt stehen. Er bleibt nicht stehen, er macht weiter. Oh, das hat das zweite Treffer gezählt. Und Wendy hat uns nicht mal getroffen. Wir haben es geschafft. Oh, wie erzählt jemand davon? Iggy, Wendy, zieht euch zurück. Scheiße. Mann, war das leicht. Was heißt, Mann, war das leicht? Ich habe das erste Mal verkackt, aber sonst nicht. Mein Feuer sieht ja toll aus. Aber was soll ich euch beim Kampf gegen meinen Koloss nützen? Also, Hände weg. Wir haben es trotzdem. Feuer ist erhalten, bringe es zu Toadette. Aber den Karton-Koloss-Kampf machen wir nicht in diesem Part. Das erwartet ihr jetzt hoffentlich nicht. Let's go. Leute, wir können ja noch Paper Mario auf Level 27 bringen. Oh, mir fällt auf. Hier sind wir erstens total low und haben die gar nicht die Papier-Toad-Missionen und auch nicht die Triometeoroid-Attacke. Ja. Dumm, dass wir das alles nicht auf unserem anderen Account gemacht haben. Aber man sieht am Damage-Unterschied schon, dass wir ein höheres Level haben. Aber dann werde ich das alles einfach privat nachholen. Ich denke, es ist nicht so böse von mir. Weil, ja, wir brauchen halt die Levels. Wir können nicht so low gegen Bowser antreten, wie wir sind auf unserem Account. Ich meine, das Finale tritt näher. Es ist Part 45. Und der Final Boss wird wohl im 50. Part sein. Und davor kommen ja auch noch 49. und 48. Part kommen ja auch noch zwei Kämpfe. Nämlich gegen Papier-Kamek und gegen Dings, ja, die Koopalings. So, den müssen wir uns eigentlich nicht Sorgen machen, wie wir in Damage. Er rennt ja weg sowieso. Nachdem er wieder dran wäre mit einem Angriff. Aber wenn wir ihn vorher down kriegen, könnte das schon eigentlich RP geben. Aber der geht jetzt, oder? Nein, Mario hat noch die Chance, ihn zu killen. Die er nutzt. Okay, das gibt nochmal EP. Naja, Paper Mario ist noch nicht Level 35. Wäre aber ganz schön, würden wir das noch erreichen. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg zu Toadette. Und geben ihr das Feuererz. Habt ihr das Erz? Zeigt mal her. Ja. Ja, das reicht. Jetzt habe ich genügend Feuererze. Ihr werdet nicht glauben, was mit Feuererz alles möglich ist. Der neue Kartonkulis wird ordentlich Dampf machen. Geht schon mal vor, ich bringe euch etwas vorbei, bringe ihn euch vorbei, sobald er weiter bereit ist. Okay, gut, dass wir hier noch nicht reingeworfen werden. Im nächsten Part werden wir also da hochgehen. Aber ich denke mal, ich werde vielleicht noch ein paar Kämpfe machen. Egal, ob der Part dann vielleicht wieder ein bisschen länger wird und nicht eine normale Länge hat. Aber ich... Oh, ja, ich habe eine Flasche umgeworfen. Ich habe mich gerade an die Seite gelehnt kurz. Hier haben wir übrigens auch schon 8 Kopien von Paper Mario und auch 30 Sternpunkte anstatt nur 20. Deswegen ist der Account doch ziemlich ähnlich zu meinem Let's Play Account. Deswegen ist es auch eigentlich nicht so schlimm gewesen, dieser Umstieg. Nur, dass ich halt noch die Papiertos nachholen muss, aber ja, ist es egal. So, ich hoffe, wir müssen nicht allzu viele Kämpfe machen, um Paper Mario jetzt auf Level 35 zu kriegen. Aber ich denke mal, es wird nicht so hart. Weil wir sind ja 5 Level rüber. Oder 4 Level, je nachdem. Ja, eigentlich nur 4 Level. Bei Mario und Luigi waren ja, glaube ich, auf Level 31 schon, aber Paper Mario noch nicht. Und hier sind wir alle auf Level 35, nur Paper Mario noch nicht. Level 34 ist Paper Mario. Deswegen alle sind 4 Level höher. Warum auch immer das nicht als angerannt zählt, ist mir jetzt auch eigentlich Schnuppe. Wir benutzen einfach mal Kampfkarten. 20% höher, vielleicht wird das ja was ändern. Aber wir haben ja sowieso keine Anfangsangriffe, also wird keine hier schlechter sein. Und geschwächt sein. Boah, das hat aber schon echt geholfen. Das hat 40 Damage mehr gemacht. Damage. Was läuft mit mir? Okay, wir haben eine Karte gesehen, das erhöht die Erfahrung, wenn man den Gegner beim nächsten Angriff besiegt. Also den Kampf beendet, nicht nur besiegt den einen Gegner. Das heißt, das werden wir... Nachdem wir machen, bei der nächsten Attacke, müsste ja Paper Mario sein, weil er jetzt angreift. Oh, oder so. Mist.
Aber Paper Mario ist auch noch nicht höher. Hätten wir das eingesetzt, wäre wahrscheinlich höher gekommen, aber ja, ist jetzt nicht so. Hey, du bist unser letztes Opfer. Danke. So, das müsste, denke ich, dann reichen für Paper Mario. Jetzt sind sie schon raged. Ah, geil. Paper Mario, du machst mal den ersten. Oh. Noch nicht down. Liegt an der 20% Karte, die wir jetzt nicht mehr einsetzen konnten. Aber die haben auch Angriff erhöht. Also entweder sie machen uns heftigen Damage, aber abwehren können sie dadurch trotzdem nicht. Ein bisschen blöd von euch durchdacht, ne? Ach Mist, das war schlecht. Aber Paper Mario dürfte ausreichen jetzt, um ihn zu killen. Besonders, wenn man ihn jetzt, glaube ich, eh easy besiegen könnte. Ich setze die Karte ein. Ich gehe jetzt aufs Ganze, dass ich ihn mit dieser Attacke kille. Und alle hier nochmal schön EP kriegen. Hau rauf! Ja! Bams! Paper Mario ist Level 35. Das ist gut. Wir sind ein Level vom nächsten Rang entfernt. Wahrscheinlich werden wir nach dem nächsten Boss, also nach dem ersten von diesen dreien, den nächsten Rang erreichen. Wird cool. Sind wir auch nur noch drei Level hinter Bowser. Im nächsten Part werden wir aber den Kartonkoloss-Kampf wohl haben, den letzten. Ich freue mich schon drauf. Bis dann und ciao.